Aim und so, aber pff, ich bin mit der Pistole überhaupt gar nicht klargekommen. Also, keine Ahnung, ich bin da mit der Klasse gleich eingestiegen, hab die Pistole da rausgeholt, bin ein bisschen rumgerannt und diese NPC-Viecher-Dinger, die lassen sich wirklich schnell damit töten. Aber gegnerische Spieler sind meiner Meinung nach einfach, pff, bis die Pistole da mal anvisiert hat er sich schon längst rumgedreht und dich getötet. Aber man muss auch sagen, ich habe mit der Pistole nur am Anfang gespielt und da war ich noch richtig schlecht in dem Spiel. Ich hatte die ganze Zeit Scores, keine Ahnung, mit einer 0,5er KD oder eher noch schlechter. Und dann ab dem fünften Spiel wurde es dramatisch besser. Denn ich weiß nicht, vor allem mit dem, wer heißt es nochmal, Titan, genau, muss man ziemlich intelligent spielen, sag ich mal, weil man hat natürlich den Eindruck, der Titan ist fett und groß und der kann ja alles ziemlich einfach wegbashen. Ist auch so, aber nur wenn man den richtig spielt, das ist so ähnlich wie, wenn man Panzer in Battlefield spielt. Man kann da auch nicht die ganze Zeit immer hier richtig rangehen, aufs Maul geben und so, weil der Panzer hält dann doch nicht so viel aus, wenn da vielleicht ein feindlicher Panzer und noch ein gegnerischer Pionier auf einen wartet. Dann ist der eigene Panzer schon ziemlich schnell tot. Und das gleiche ist auch bei Titanfall. Denn ja, man muss probieren, obwohl der Titan anscheinend so eine dicke Rüstung hat und so, immer schön, ja, auch mit Deckung zu spielen. Das ist ganz wichtig. Weil gerade gegen gegnerische Titans und so ist man öfters in der Situation, dass man nicht nur gegen einen Titan kämpfen muss. Und da ist die beste Möglichkeit, einfach immer schön da zu kämpfen, wo man viel Deckung hat, dass man sich vielleicht erst dem einen Titan gegenüberstellen kann, dann dem anderen. Ja, ich glaube, ich gebe schon wieder viel zu viele Tipps. Es kann ja sein, dass es euch gar nicht interessiert, was ich hier so von Titanfall erzähle und so. Aber wie gesagt, schade, falls ihr die Open Beta nicht testen könnt, wenn ihr euch nicht angemeldet hattet. Aber sonst kann ich dem Spiel bis jetzt nur, ja, Gutes zureden, sag ich mal. Denn ich finde jetzt irgendwie keine Waffe total overpowered oder irgendwas total underpowered. Ich finde es gut ausbalanciert und als Fazit kann man sagen, dass ich mir auf jeden Fall kaufen werde. Was macht schon eine Menge Spaß. So. Gut, das wäre jetzt ja gelöst und wir können jetzt zurückgehen. Ich weiß, ich habe unten ziemlich viele Erze einfach ausgelassen. Das macht aber nichts, denn wir wollen uns hier jetzt nicht wieder unnötig lange aufhalten. Vor allem, wenn wir hier Kühe haben. Komm mal her. Die werde ich gleich einmal alle mitnehmen. Weil, naja, zu unserem späteren Haus transportieren wird wahrscheinlich eh nicht gehen. Also müssen wir es halt so machen. So, hier haben wir aber auch was Cooles. Nein, haben wir nicht. Ich bin dumm. Genau. Ich habe die Pflanze verwechselt. Das sind einfach nur irgendwelche Blümchen, die wir aber gerade nicht brauchen. Hört nicht drauf, was ich gerade gesagt habe. So. Genau, da hinten wollte ich hin. Wir geben uns jetzt mal zu diesem einen Baum da. Weil der sieht ja schon mega geil aus. Habe ich es noch selber nie gesehen. Und hier haben wir anscheinend. Was war das hier überhaupt? Gar nichts. Steht zumindest Street da, aber irgendwie scheint es nichts zu droppen, meine ich natürlich. Oh, hier haben wir noch was viel Wichtigeres als Fleisch. Also fast wichtiger. Nämlich ein Schaf mit einem Hut. Genau. So, die Schafe werden wir alle mal mitnehmen. Ich habe doch drei. Sch hier. So, jetzt können wir immerhin schon übernachten. Wir müssen nicht die ganze Nacht draußen bleiben. So. Ja, wenn man H drückt und man hat schon mal ein Tier mit einem Hut getötet, kann man den Hut aufziehen. Und wenn man auf Done klickt, hat man den Hut an. Ja, das stimmt jetzt bei mir zwar nicht so mit den Augen. Aber der Mod ist im Multiplayer ziemlich lustig, weil, ja, der neben dem eigenen Charakterskin, ja, einem Spieler nochmal so ein eigenes Aussehen verleiht. Weil man muss einfach die Gegner töten, die so einen Hut anhaben, und ab dann kann man den Hut auch auswählen.
Und wie heißt dieses Biom hier? Skerd Springs. Ach ja, hatte ich ja schon mal gesagt. Genau, und die Hüte bringen nichts, also da bekommt man keine Rüstung oder irgendwas. Die sind einfach nur da, um lustig auszusehen. Kann man schon sagen. So, und... Boah, kann schon nicht ein bisschen schneller schwimmen, Minecraft-Figur. Ich will auf jeden Fall hier nochmal den Baum anschauen. Komm schon. Ach, das gibt's auch jetzt nicht. Ja. Es gibt ja bei Tigger's Construct diese Äxte, die einen Baum in einem Mal fällen. Also man muss nur den untersten Block abhauen und dann, ja, tut die Axt sozusagen den ganzen Baum fällen. Und ich bin mal gespannt, ob das auch bei sowas hier möglich ist. Denn das hier ist schon ziemlich krass. Ich habe keine Ahnung, ob auf dem Baum irgendwas Cooles ist oder so. Oh Gott, das ist ja noch so einer. Aber in der Nähe von den großen Bäumen läuft es nicht so ganz flüssig. Was ja auch nicht verwunderlich ist. Oh, hier ist noch überall Skerd Springs Biome. Und jetzt regnet es schon wieder. Ich glaube es nicht. So, da ist noch eine Schlucht. Oh, da ist noch ein neues Biom. Und hier, das hier ist auch mal nicht schlecht. Ein kleiner Gang. Bisschen Aluminium, das wir eigentlich mal mitnehmen können. Wie gesagt, das brauchen wir ja für unsere Tinker's Construct Werkzeuge. Was haben wir hier? Ah, noch ein bisschen mehr Kupfer. Ich will jetzt hier nicht gleich schon wieder alles leer meinen. Denn wir wollen ja noch ein bisschen erkunden, um die ganzen neuen Biome zu sehen und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, ihr habt da nichts dagegen, dass wir es jetzt hier am Anfang einfach mal ein bisschen langsamer angehen. So. Und während ich ja rumgrab, kann ich ja mal erzählen. Heute kommt ja auch Battlefield 4 Second Assault raus. Muss ich nachher auch nochmal anzocken. Deswegen ist die Aufnahme hier jetzt auch nur 40 Minuten lang. Also zwei Parts à 20 Minuten. Und dann muss ich morgen nochmal was aufnehmen. Aber ich muss auf jeden Fall Second Assault heute noch ausprobieren. Und natürlich muss ich auch Titanfall ein bisschen weiter zocken und so weiter und so fort. Zurzeit kommt, ja, ist es ein bisschen stressig in der Computerspielewelt hier. Denn, ja, ich wollte ja die ganze Zeit hier mit Minecraft anfangen. Titanfall kam raus, Battlefield, hatte ich ja alles, glaube ich, schon mal gesagt. Ich muss mal gucken, läuft der Timer überhaupt noch? Ja, sonst wäre ich jetzt wieder ein bisschen, ja, dumm gewesen. So, und da sind wir auch schon wieder voll. Ich will dieses Miner's Delight jetzt nicht mehr haben. So, aber die Quartz Crystals nehme ich natürlich gern. Vor allem, wenn zu viele auf einmal sind. Moos, was kann ich damit machen? Mossy Cobblestone, grüne Farbe. Oh. Da schmeiße ich dann den Moos mal weg. Ich hoffe jetzt, dass der Regen nicht allzu laut ist. Wie gesagt, hier, das Mikrofon hat jetzt auch noch nicht seine endgültigen Einstellungen. Das ist ja die erste Aufnahme damit. Und da muss ich da alles mal schauen, wie ich das so einstelle. Von den Lautstärken her, dass man hier nicht die ganze Zeit meine Tastaturgeräusche hört und so weiter und so fort. Hallo Schaf. So, wir gehen jetzt aber ein bisschen weiter nach hier hinten. Oh Gott, hier leckt es jetzt schon ein bisschen. So. Oh, was war denn hier? Orange Kosmos. Ich würde einfach mal sagen, dass man diese ganzen Farben hier als... Die ganzen Farben, die ganzen Blumen hier als Färbemittel benutzen kann. So, was ist das eigentlich für ein Biom? Heatland. Das sind Jarakuda Leaves und das sind Jarakuda... Ist Jarakuda Wood. So, sag mal. Kann man benutzen. Ich finde es jetzt nicht allzu hübsch. So, ja, ich würde sagen, wir laufen einfach mal hier ein bisschen weiter durch den
Dschungel. Und hier hinten sehen wir nochmal dieses spezielle Heatland-Biom. Ja, gefällt mir jetzt nicht so. Also, naja. Dieses, wie heißt das hier hinten nochmal? Skerd Springs finde ich nicht schlecht. Aber da sind mir die Bäume ein bisschen zu fett. Und dieses Seedland hier ist ein bisschen zu düster. Was bist du denn? Ach, hä? Du bist ne. Was ist das da hinten? Du bist ne Kuh, okay. Mu. Da war ein kurzer Lagspike. Ja, ich würde so gerne diesen scheiß Regen ausschalten. Naja, kann man noch nichts tun. Ach, das ist auch nur ein Hut. Das Pferd hat einen Hut auf. Wie geil! Ja, aber das Pferd töte ich jetzt nicht deswegen. Wir gehen nämlich mal nach. Raus aus diesem, ja, mehr oder weniger hässlichen Gebiet. Denn da hinten habe ich doch was Schönes Grünes gesehen auf der Map. Das ist Swampland. Naja, vielleicht auch nicht so schön grün, wie ich mir das erhofft habe. Ich schmeiß den Slime hier mal weg. So, ja. Man merkt schon, das beansprucht Leistung hier. Hier haben wir einen neuen Baum von Biomes of Plenty. Dass das hier mal alles nachlädt. Was ist das denn? Hier sinkt man so ein bisschen ein. Cool, ich glaube, das hier ist sowas wie Moody Pickaxe. Mud Brick. Cool. Ich mach das dann mal alles wieder weg, weil wir haben im Moment nicht genug Platz im Inventar. So, wir bauen uns kurz ein Bett und können den Regen dann endlich wegmachen, dass es weniger leckt. Einmal Wood. Wir können es ja mal hier so machen. So. Ah, endlich. Ah, das ist ein Industrial Craft Rubber Trees. So. Jetzt habe ich das Bett zwar kaputt gemacht und das heißt, mein Spawn ist hier immer noch nicht. Oder wieder noch nicht, wieder nicht mehr. Wie auch immer. Aber diese Stille. Gott, ist das schön. So. Komm, lass mich hier durch. Hier sind überall solche grünen, ungesund aussehenden Bäume. Und Dschungel. Soweit das Auge reicht. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Und da unten war, glaube ich, eine Mineschacht. Aber wir müssen in diese Richtung hier laufen. Oder nach hier unten. Das würde natürlich auch gehen. Aber wir gehen mal nach hier oben. Ja, Dschungel finde ich immer ein bisschen zu eng. Also da ist, keine Ahnung, viel zu viel Zeug. Swampland finde ich jetzt ein bisschen zu feucht. Und dieses komische Heatland, das hier immer mal wieder zwischendrin ist, das finde ich einfach nur ein bisschen zu düster. Hier haben wir Shield-Biome. Oder ein Shield-Biom. Ich weiß nicht, wir gehen einfach mal in diese Richtung hier weiter. Schauen wir mal, aber hier in diesem Biom ist der Himmel nicht sonderlich klar. Und ich weiß nicht, ob es hier vorne überhaupt weitergeht. Auf jeden Fall sind hier Schweinchen. Ich laufe einfach mal hier hin. Vielleicht entdecken wir ja noch was. Aber so langsam würde ich schon gerne. Ah, dieses Mutt. So langsam würde ich schon gerne eine Gegend finden, wo ich mich erstmal niederlassen kann. Oh Gott, ich kann dieses Zeug jetzt schon nicht mehr sehen. Aber da vorne scheint es weiterzugehen. Wir können uns ja mal ein Bötchen bauen.
Finde ich, ist eine recht gute Idee. So, ein Boot für mich. Ein Crafting Table für mich. Und das hier brauche ich nicht mehr. So. Ich dachte gerade, funktionieren die Boote auf einmal anders? Okay, hier muss ich schon. Nein. Ach, man kann hier durchfahren. Das ist ja schön. So, wir fahren hier aber mal vorbei. Lol. Ach, da kann man ja durchfahren. Lass ich mal hier hoch. Geht doch. Da war gerade ein bisschen was mit der Steuerung kaputt. Aber hier ist ganz schön viel von diesem komischen Mutt oder Matt. Ich weiß nicht genau die deutsche Bedeutung, aber ich glaube, es heißt irgendwas wie. Nee, Mist heißt es nicht. Nee, nee, nee. Okay, dann weiß ich die deutsche Bedeutung einfach nicht. So, aber hier sieht es doch schon mal ein bisschen bekannter aus. Was ist das hier denn? Quicksand. Nein, 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 nein. Ich werde hier nicht versinken. Gott. Wenn ich wusste, dass Quicksand Treibsand heißt. Okay, hier ist schon so ein klitzekleiner Ölsee. Okay, merke, Treibsand ist böse. So. Ja, aber das Biom sieht mir doch mal ein bisschen hübscher aus. Hier sind Blümchen, Treibsand, Knochenbrüche, alles solche freundlichen Dinge, die man sich gerne wünscht. Oh, was ist hier hinten? Ja, wo gehe ich jetzt hin? Das ist dieses Shield-Biom. Wir bleiben einfach mal hier. Wer weiß, vielleicht lässt sich hier auch noch was Schönes entdecken. Wow, das hier ist doch mal cool. Ich habe nur gerade ein Problem damit, dass sich hier alles so direkt am Meer befindet. Ja, als, wie gesagt, als wäre alles nur. Ja, so eine kleine Insel. Zeig mal. Aber wir können uns ja eigentlich hier mal niederlassen. Ich finde, das Biom ist nicht schlecht. Extreme Hills. Wir haben hier ein paar Kühe. Die aber gerade kein Fleisch gedroppt haben. Ja, hier finde ich es nicht schlecht. Oh, und was haben wir denn da vorne? Oh, eine große Ölquelle. Ich weiß jetzt nicht, was hier da hinten oder davor ist. Können wir ja eigentlich alles mal erkunden. Oder sollen wir lieber zurück ans Spawn? Ich weiß es nicht. Was ist das hier denn? Aua, 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 aua. Wither, Weakness, Nausea. Was? Ich will jetzt nicht sterben. Apfel essen, essen, essen. Okay, das ist böse. Böse, böse, böse. Habe ich noch Erde? Nee. Okay, vielleicht will ich ja doch nicht bleiben. Ich bin so unschlüssig. Egal, wir werden jetzt hier erstmal einen. Was brauche ich denn hierfür? Eine Kiste und ein bisschen Zinn. Okay, wir brauchen noch einen Block Zinn. Dann können wir gleich was Cooles Neues bauen. Denn wenn wir hier in diesem Biom nicht bleiben wollen, was ich nicht will, ich möchte ein bisschen ja, durch den Ozean fahren. Dann brauchen wir eine Strongbox. Die ist aus dem Mod Thermal Expansion. Also, ja, Thermal Expansion kennen wir noch nicht. Und was die Strongbox so tolles kann. Ja, seht ihr auch gleich. Wir buddeln uns hier einfach mal kurz nach unten. In der Hoffnung, dass wir hier gleich ein bisschen Zinn finden. Denn, ja, wenn man einmal eine Höhle braucht, wo ist dann die Höhle? Nirgends. Das gibt's auch gar nicht. So, ich höre hier nur Zombies. Hier ist Kohle. Was? Zeit ist abgelaufen. Egal, wir buddeln jetzt noch so lange, bis wir Kohle haben.
auch wenn dann der Part ein bisschen länger wird. Ist egal. Nicht bis wir Kohle haben. Geht schon wieder im Müll. Bis wir Zinn haben, meine ich natürlich. Attacke! Oh Gott, 3 Stück, 4 Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, that aim. So, ah, da haben wir schon Zinn. Da ist aber nichts mehr. Außer coole Crystals. So. Das Zinn werden wir aber beim nächsten Mal dann weiter verarbeiten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich weiß, ja, bis jetzt ist das Biom noch nicht so schön, was wir hier haben. Aber wir werden mal sehen. Da wird sich schon noch was Schönes ergeben. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.